Jo Leute, was geht? Euer Özgür mit am Start mit einem erneuten Commentary auf meinem Kanal. Und ja, heute MC3 Gameplay im Hintergrund. Ich werde das teilen, weil ich keine 8 Minuten lang rede. Was ich noch sagen wollte, es werden jetzt da mehr MC3 kommen. Also das heißt, dass ich werde gleich mehr drauf eingehen. Auf jeden Fall, am Anfang habe ich eigentlich schlecht gespielt. Endscore war es jetzt nicht, denn wird sowieso beim zweiten Mal sein. Und ja, es hat richtig Bock gemacht, Leute. Es hat wirklich Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ihr könnt sich gar nicht vorstellen, wie lange das her ist, dass ich wirklich Spaß gehabt habe beim Aufnehmen, bis auf Clash of Clans. Bei MC5 haben wir halt einfach zugesagt, jo, nehmen wir jetzt einen Scheiß auf und dann war es das. Dann nehme ich so ein Gameplay auf und dann war es das jetzt eigentlich auch. Und dann bin ich einfach, habe ich aufgehört und ja. Und bei MC3 habe ich gleich 3 Runden hintereinander gespielt. Das war ungefähr so 3 Viertelstunden oder so. Hat echt Bock gemacht und ja, ich werde weiterhin MC3 machen. Und da kommen wir gleich zum Thema. MC5 für mich gestorben. Ja, ist für mich gestorben, Leute. Liegt einfach daran, Langeweile, OP-Waffen, immer das Gleiche, Grafik scheiße. Movement scheiße. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Du laufst so langsam. Die Noobs holen die mit der Red weg. Ja, was soll man noch dazu sagen? Hey, Grafik schaut wirklich aus wie so MC2 DLC. Na, Spaß, so krass auch nicht, aber dass man das nicht schafft. Ich finde die Grafik schlechter als in MC4, ganz ehrlich, bis auf den Himmel. Der Himmel schaut wirklich nicht schlecht aus, aber sonst alles ist es nicht besser als wie MC4, vielleicht sogar schlechter. Und dann ist, ja, Movement habe ich schon gesagt, alles so langsam. Die Red Noobs, dann die Grafik. Und ja, das ist eigentlich genau langweilig. Es gibt kein Nuke, du kriegst den Bomber schon bei 8 Kills. Die Logik hoch 10. Du kriegst, weiß ich nicht, du kriegst zu schnell die Waffen. Das pisst alles an, Leute, ganz ehrlich, das nervt. Und deswegen ist für mich eigentlich MC5 bis zum großen Update gestorben. Wenn das Update richtig geil wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich es wieder regelmäßiger bringe. Und was ich noch schnell sagen wollte, Leute, könnt ihr euch vorstellen, statt MC5 so ein MC3 Remake. Statt dass dieses Jahr MC5 rausgekommen ist, dass so ein MC3 Remake herauskommen wäre mit Neuerungen, mit neuen Features, mit neuen Waffen, mit neuen Maps, einer neuen Story und das alles. Und gleich wie MC3 mit Movement, alles, Server und das alles gleich. Das wäre voll episch, oder Leute? Wenn ich so drüber nachdenke, boah, ich würde das so krass feiern. Oder generell, Gameloft, bitte, wenn es das Video zeigt, bitte macht es, supportet MC3. MC3 ist das beliebteste Spiel. Das beliebteste MC. Und ja, das war es eigentlich auch von dem Video, Leute. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn es sagt, ihr würdet gerne die Story von mir Let's Play von der Story sehen, dann mache ich das. Sagen wir, ob 20 Likes, na, 20 Likes ist zu. Sagen wir 15 Likes. Wenn es wieder 15 Likes kriegt, mache ich ein Let's Play zu MC3 und mache es auch durch, weil dann weiß ich, dass ein paar Leute schauen. Und ja, ich kann sogar mehr Likes da lassen, ich meine, das ist kein Problem. Und dann war es das von mir wieder, Leute. Lasst mir mal einen Kommentar und Bewertung da. Sorry, dass es ein kurzes Video ist, ist halt einmal so. Und das Video kommt leider später, wegen keiner Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich bin raus. Ciao.